Hallo, liebe Jungen und Mädchen. Heute backen wir mit Pabu an den japanischen Zebra Tsuchitsu Ecke. So schreibt man das und liest man das vor, glaube ich, ist japanisch. Du kriegst das restliche Zebrastückchen. Ich glaube, der will runter. Was brauchen wir eigentlich? Aber du kannst dich nicht wehren, Pabu. Du hast keine Chance. Was brauchen wir eigentlich? Wir brauchen Eier, Puderzucker, weiße Stärke, Öl, Milch, Frischkäse, Kakaopulver, Utensilien und eine Zitrone. Rick, wir müssen heute wirklich sehr präzise in unserer Arbeit sein, weil sonst funktioniert dieser kleine Sponge Cake nicht und er hat nicht die gewünschte Fluffigkeit. Ich bin doch immer sehr präzise, das weißt du. Perfekt präzise, ne, Bullen? Ja. Du bist nicht Bullen, du bist Paro. Du musst als erstes 3 von deinen Eiern teilen. Wie nur 2. Wie Noah einst oder Jesus oder wer hat den geteilt? Haben die nicht Babys geteilt? Na, wie gefallen dir meine L-Eierchen? Dafür sind keine männlichen Küken gestorben. Angeblich. Angeblich? Ja. Aber das kann ja nicht sein. Ich meine, männliche Küken sterben irgendwann immer. Aber nicht als Küken. Genau. Aber sie sterben irgendwann. So wie wir alle irgendwann sterben. Wow, so tiefsinnig. Ray, wo kommt das her auf einmal? Das ist das Zebra, was wir vorhin getötet haben. Für dieses Video. Da ist jemand sehr gespannt, was du mit den Eiern machst. Also ich kann keinen Ant-Man sehen. Aber es ist ja auch kein Thanos hier vor mir. Ist dein Arschloch wenigstens sauber? Ich glaube nicht, oder? So, Schlag auf. Kannst du das überhaupt? Ja. Oh. Nein. So das. Ja, ja. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Nein, nein, das Gelb. Pass auf. Mach es rüber. Nicht da rein. Es darf nicht. Ja. Ach Mann, wir müssen präzise sein, Rick. Präzise. Was ist jetzt alles kaputt? Ja. Der Trick ist, dass man es auf einen flachen Boden halt haut und nicht auf so eine Kante. Dann zersplittert das Ei, wie man hier sieht, wesentlich gerader. Aha. Wow, du bist so schlau. Irgendwer in den Kommentaren hat einen Tipp gegeben und den habe ich gerade befolgt. Ah, das ist also einfach live umgesetzt. Krass. Übrigens, irgendwie. Wächst hier was an eurer Wand? Ja, Mann. Das ist Schimmel. Ist voll krank. Aber sieht gut aus, der Schimmel, deswegen lassen wir ihn dran. Ja, wasch dir lieber die Pfoten, du kleiner Dreckspatz. Wo ich schon wieder rumgetrieben? Rick, erzähl doch mal. Ja, Frischkäse. Ah. Und Katze. Ich weiß nicht, ob der Kater Ei ist. Ich weiß es auch nicht. Lass es uns nicht ausprobieren. Ja, 125 Gramm Frischkäse. Und du hast natürlich die 175 Gramm Packung gekauft. Es gibt keine 125 Gramm Packung. Das ist auch mal das Ding bei Bio. Bio ist da nicht 200 Gramm. Normalerweise sind die, glaube ich, 200 Gramm, oder? Das sind aber so 25 Gramm weniger. Jetzt würde mir das nicht auffallen. Musst du trotzdem gucken, wo dein 125 ist, weil das ist sehr schwer zu sehen. Ach du Scheiße, ja. Da bräuchte man eine elektronische Waage. Ja, so wie ich habe, hätten wir mal bei uns, also bei mir meine ich, ja, was ist besser, eine elektronische Waage oder Katzen? Hm? Das sagen uns die Kommentare. Oh, die Kommentare sagen Katzen. Scheiße. Und weißt du, was da jetzt rein muss? 40 Gramm Öl. Wann misst man das denn in Gramm? Ja, wollen wir einfach, wir können auch gerne Milliliter nehmen, weil es ungefähr dasselbe ist, glaube ich, wenn man es umrechnet. Und bei Wasser? Ich sagte ungefähr. Besorg den Bizeps, Bro. Olin? Danke. Versuchen hier zu drehen. Aber der Karton ist spannend. Okay. Lass den Karton in Ruhe. Ja, lass es einfach. Okay, jetzt nochmal 30 Gramm super feiner Puderzucker. Da wir keinen super feinen Puderzucker haben, musst du ihn einfach nochmal sieben. Oh ja. Mach Spaß? Ich mach sowas nie, ne? Aber so muss man das angeblich machen, damit es richtig fein wird. Guck mal, sieht so aus wie ein Eisberg, auf den schneit und das Wasser ist voller Öl. Das macht Erderwärmung. So, kommst du klar? Bist du mit deiner Organisation da fertig? Ja, ich muss halt nur alles nah bei mir behalten wegen diesem kleinen Penner hier. Ah ja, das macht alles irgendwie ein bisschen schwerer. Könnten wir natürlich auch rausschmeißen, aber... Nein, warte, ich halte meinen Fuß hier hin. So, okay. Ganz einfach. Das ist so dieses elegante Kochen. Fuß auf dem Tisch. Der Katze auf dem Tisch. Überall sind Katzenhaare. Kotze. So muss es aussehen. Jeden Gramm bitte, jedes Gramm. Das findet sogar Pabu interessant. Oh, na. Ich nenne ihn nicht ohne Grund Arschloch. Ich habe noch ganz vergessen, wir müssen den Ofen vorheizen auf Ober- und Unterhitze und 150 Grad. 150 Grad, ich drücke auf Minus, was willst du noch von mir? Ah, okay, ist alles gut. Dankeschön. Nächster Schritt. Das Eigelb muss jetzt hier rein und ich muss es rühren, aber ich darf nicht so viel rühren. Ja, genau, das ist wichtig beim Backen. Also man, ne, man muss immer aufpassen, dass man die Form... Also muss ich irgendwie auch es langsam reinmachen oder kann ich es einfach reinkippen und dann stisseln? Oder? Am besten Stück für Stück. Komm, du schaffst das. Oh, wundervoll. Genauso muss es sein. Rick, ich hab vergessen, die Vollmilch zu sagen. Die kommt auch noch rein. 60 Gramm. Ja, das wird schon passen. Wir müssen alles perfekt machen. Das wird schon passen. Alles gut bei dir? Ich hab das. Maisstärke. Maisstärke. glutenfrei. Was eine Kirche. Küchenmeister. Ich möchte absolute... Akkuratheit von dir. Ich verlange von dir nur, was ich auch von mir selbst verlange. Vorsichtig. Feine Speisestärke.
Wundervoll. Habe ich noch nie mit gebacken. Ich dachte mal, benutze mal Mehl. Das ist ja Mehl. Kein Mehl drin. Du kannst aus allem Mehl machen, du Trottel. So, jetzt brauchen wir noch akkurat 2 Teelöffel. Zitronensaft! Geh weg! Da stehst du doch nicht drauf. Das ist eine Zitrone. Geh weg von der Zitrone. Ja, geh weg. Ein Teaspoon mit Kern. 2 Teaspoon. Okay. Hast du da jetzt wirklich einen Kern drin? Nein. Doch, da ist ein Kern drin. Nein. Ich sehe es. Ich sehe es ganz genau. Ne, Bolin, da ist ein Kern drin, oder? Ja. Siehst du? Sogar Bolin stimmt mir zu. Yeah! Rick packt sein schweres Gerät aus. Und macht das Zeug, dass es weiß und fluffig wird. Ja. Yeah. Ich nehme einfach mal gefühlsmäßig an, das ist richtig. Bisschen Puderzucker. Ja. Yeah. Spüren Sie es, Mr. Krabs? Ja. Mehr. Ja, dann machen wir Schluss. Ja. Ich weiß nicht, ob es noch vielleicht ein bisschen krasser sein könnte, aber wir könnten es auch nur noch schlimmer machen. Also lassen wir es vielleicht dabei. Kommen wir nun zur Hochzeit. Ja. Vorsichtig ein Drittel von dem Teig da reinkippen. Und unterheben, ne? Guck mal, das ist schon ein bisschen echt kompliziert. Zebra. Ja, so funktioniert Backen, Rick. Das ist gar nicht so einfach, wie mal alle denken. Bäcker sein ist anstrengend. Das weiß ich. Oh. Mein Opa war Konditor. Oh. Und deswegen auch dein Geschick. Mhm. Okay, deswegen meine Glutenintoleranz. Noch ein Drittel. Ne, Rick, hast du Spaß? Ja, jetzt ist auch alles angenehm, weil der Kater endlich mal den Platz genommen hat, den er verdient hat. Auf der Heizung. So, und jetzt mach den Rest rein. Mmh. So, jetzt wird hier brüderlich geteilt. Hälfte, Hälfte, halbe, halbe. Wow, das ist ganz schön flüssig. Ich hoffe, das muss so. Ja, da hinten ist Klopapier. Oh, tatsächlich. Und keine Zehwasser mehr. Professionelle Küche. Gefärbt wird das Ganze mit Kakaopulver in unserem Fall. Ich kipp jetzt einfach alles rein. Oh, okay. Wehe, das funktioniert nicht. Scheiße, das funktioniert gut. Jetzt nur Kakao und Wasser. Soll ja nicht funktionieren. So. Rick, was machst du mit diesem Silikonpinsel? Ich bebutter dieses Ding halt. Okay. Ich weiß nicht, ob das die richtige Art und Weise ist, wie man das macht. Garantiert nicht. Aber ja. Ey, solange es funktioniert. Sagen wir so, mit Pinseln war ich noch nie besonders gut. Da ist jemand wieder sehr interessierend. Jetzt wird das Nancy noch ein bisschen eingestärkt. Mach nicht zu viel. Du musst so viel wegkippen. Wir sind nicht für Verschwendung. Wir sind gegen Verschwendung. Ja, hau es schön, wie deine Katzen. Wow, das ist ein hauchdünner. Was tust du? Der Pinsel schon wieder! Oh nein! Überall weißes Zeug! Rick, jetzt passiert die Zauberei. Hör auf zu tanzen. Mach den Beat, Mann. Komm. Du musst jetzt abwechselnd Teig hineinflöten in das Ding. Oh wow, das ist ein großes Ding. Wunderschön. Ohne Kleckern bitte. Gib dir Mühe. Ich möchte den essen und genießen. Und zwar auch optisch. Du hast doch keine Ansprüche, was deine Optik betrifft. Du hast Glück, dass du recht hast. So, die Kreation hier ist fertig. Das hat der Kleine wirklich wunderschön gemacht. Wie ein Zebra. Kochen wir noch Wasser. Fürs Wasserbad tatsächlich. Das ist super freaky. Und dann kommt es in den Ofen. Für 1,5 Stunden. Ich hab Angst. Ja, du schaffst es schon. Du bist ein großer Junge. Lässt fallen jetzt einfach. Oh, es schwimmt. Sieht überhaupt nicht gefährlich aus. Stunden später. Das ist kochendes Wasser, Mann. Das geht durch den Handschuh durch. Ja, die Hochzeit. Ich rede viel von Hochzeit heute. Gibt's hier etwas, was wir nicht wissen? Oh. Woo! Oh boy! Boy! Ah! Oh. Ricardo, sieht gar nicht so verkehrt aus. Hast du es da hingepackt? Geil. Nein, das ist doch plötzlich erschienen. Cool. Bin so gespannt, ob es funktioniert hat. Oh, es ist sehr spongy. Dafür mussten wir jetzt lange warten. Alter. Es ist schon sehr spät. Ich kann es gar nicht sehen wegen der Schärfe. Ah ne, 150. Es ist 0. Da ist es. Nein. Nee, es ist eigentlich nicht richtig. Los! Ja, okay. Pass auf mit den heißen Wasser, oder? Okay. Das sieht, die Unterseite sieht irgendwie komisch aus. Guck mal! Aber so soll er ja wobbeln, oder? Ja! So, ich hoffe, das funktioniert. Wahoo! Okay. So ist das schon besser, oder? Das sieht doch gut aus. Ich bin gespannt. Oh, dieses Geräusch. Nein! Guck mal, es ist kein cooles Muster geworden. Nee, das ist kein Zebrakuchen. Nein! Ja, zebrig ist das nicht. Ne? Das ist traurig. Wohl ja. Da guck dir die Konsistenz an. So. Mmh.
Wow. Boah, das ist ja spongy. Es schmeckt echt gut. Also wenn ihr gut im Backen seid. Macht ihr es bestimmt besser. Macht ihr bestimmt besser, ja. Ich glaube, hier oben ist es auch wesentlich besser. Oh ja, oh. Oh! Das hier oben ist voll lecker. Der ist nicht durch. Das ist das Problem. Jetzt haben wir es verkackt. Naja, beim nächsten Mal, ne? Du kannst ihn übrigens auch essen. Der ist glutenfrei. Komisch. Okay, dann halt nicht. Schön. Wir haben aber was richtig Tolles gemacht, und zwar Zimtschnecken sind sehr gut geworden. Die würde ich auf jeden Fall angucken und nachmachen. Obwohl, das könnt ihr auch nachmachen. Also ihr könnt es zumindest versuchen. Schaut euch ein richtiges Rezept an. Ja. Oh, das ist vielleicht das Problem gewesen. Ja.